das Unmögliche ist passiert. Wir sind hier vor der Kluft stehen geblieben. Kurz vor 8 und wir sind die einzigen, die hier wach sind. Das kann nicht sein. Oh, Wachpatrouille! Das ist ein kleines Tier. Das ist nichts. Wir haben alle abgeschlossen. Junge. Wie sieht's zu Hause hier? Also für die ist mal wieder Urlaub angesagt. 8.15 Uhr wollten wir nämlich alle los zur Piste. Guck mal einmal kurz raus, wie geil es da aussieht. Wie kann man da noch im Bett liegen, die Augen zu haben? Ich check's auch nicht. Guckt euch diesen geilen View an hier. Wir sind halt legit direkt neben der Skipiste, ne? Was ist hier los? Was ist hier los? Und wie war die Nacht? War gut. War super. Hast du nachts wieder geschrien? Stimmt, das macht er ja. Oh nein, das wird noch kommen. Das wird erst ab Nacht 2 freigeschaltet. Oh mein Gott. Hey Junge, ich bin eingeschlafen. Ich hab geschlafen wie ein Stein. Auf einmal so zack, Wecker. Ich wusste nicht, wo ich bin. Ich wusste nicht, was los ist. In welchem Land ich bin und warum der Wecker so früh geht. Ein neuer Tag beginnt. Oh yeah. Der Junge ist einfach... Oh yeah, ich bin ein Rockstar. Oh, was mit dem anderen? Yeah! Vater und Sohn das Zimmer hier. Die Casa Marcel ist aufgemacht. Ist das hier das Zimmer von Holzi neben euch? Oh! Guten Morgen. Fischer hat keine Stimme mehr. Frühstück. Danke. Der Don höchstpersönlich ist gekommen. El Patron. Eine Banane. So kann man natürlich nicht auf die Skipiste gehen, deswegen kurz transformieren. Jetzt auf die Piste gehen! Wie lange sind wir? Wir sind jetzt mal schön gedacht. Dieser Lift macht mir ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen, Alter. Nein, das ist mein Albtraum. Wir sind einfach stehen geblieben. Ey, der Skilift steht einfach. Wo ist er? Ah! Matze, was ist das hier? Gestern hat Holz mir noch dieses Video auf TikTok geschickt. Kann ja nur gut werden hier. Warum sieht unser Lift genauso aus wie der auf dem Video? Das war hier. On the top und dann kommt der letzte. Mo. Oh yeah. Mo, komm nach da. Er wird gleich abgeräumt. Jubel! Moin, Digga. Geil, ne? Boah. War hart, aber geil. Ja. Ja? Das ist das Einzige, was hart ist gerade. Ganz zufällig treffen wir jetzt da wen. Wer mag das wohl sein? Das ist wirklich zufällig. Geisterfahrer, Digga. Ach du Scheiße. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht hinfallen, aber ich will mal gucken, wer jetzt da ist. Geisterfahrer! Hallo, was passiert? Ich bin vom Lift gefallen. Ey, geh raus! Ey, Karim! Okay, hier haben wir ein einzigartiges Holzi, was ich jetzt hier. Ey, wir haben jetzt Holzi hier wirklich auf eine sehr steile Piste locken können. Da oben steht er. Tom fährt jetzt besser runter. Also ist eigentlich sehr machbar, sehr machbar. Ja, sieht gut aus, Das Ding ist, als ich gestern mit dir gefahren bin, habe ich mich sicher gefühlt. Jetzt ist Holzi dabei und irgendwie fühle ich mich wieder unsicher. Mich hat es direkt umgehauen. Ich guck mir das ab, ich darf da nicht hingucken, Digga. Ich muss so fahren. 12 Sekunden später. Boah, wie lange? Holz hat es runtergeschafft und Tom nicht. Man hat sich jetzt hier gestärkt in der Hütte. Und Porridge Number 9 und ich nochmal mit den netten Mädels da die Piste runter. Ich glaube, ich werde da wie ein Schneeball runterrollen. Nichts mehr mitfahren. Die Sonne geht auch langsam runter. Die letzten Lifts fahren hoch. Wir sind jetzt hier wieder in diesem Göttlift. Ich hasse die, Alter. Ich habe immer Angst, da, keine Ahnung, runterzufallen. Ja. So wie hier eben. Ich traue mich das erste Mal jetzt zu filmen beim Fahren. Oh, Boris auch am Filmen. Das ist die Filmception. Was, guck mal, ich hab's auch gelernt. Let's go. Das ist super, eines Content-Creators.
Jetzt machen wir dem Speedy ein super schönes neues Profilbild. Stell dich mal dahin, ich mach ein Foto. Komm ein bisschen zurück. Ja, ein bisschen zurück. Noch ein ganz kleines Stück. Warte, warte. So, ich hab gerade. Unnoa! Frick! Und jetzt fahr ich die Piste runter. Wir sind jetzt hier praktisch genau in den Wolken und man sieht eigentlich gar nichts mehr. Ab, ab, ab. Ja, Boris sieht man da ganz leicht noch hinten. Ja, guck mal, wenn die da reinfahren, das ist crazy. Weg sind sie. Ich hab Angst. Uff. Das ist next level, Leute. Ich weiß nicht, ob auf Kamera so wirkt, wie in echt, aber man sieht ja wirklich keine 3 Meter weit. So, ladies and gentlemen, heute kommen wir zum Hauptakt des heutigen Evenings. On the road again von Yvonne und, Yvonne und Karen. Bitte sehr, Bühne frei. On the road again. On the road. Ich glaube, das geilste Gefühl beim Skifahren ist, wenn man diese Drecks-Skischuhe endlich ausgezogen hat. 100%, ich kämpfe damit gerade 10 Minuten. Du sitzt hier so im Angeln, der kann nicht mehr. Kann ich mal Reißverschluss auch machen, ja. Das ist anders, Junge. Ja, jetzt gehen wir erstmal schön. Aber war geil. Schön im Swimmingpool jetzt, ne? Reicht jetzt hier mit Skifahren.